Ja, Freunde, der Blow ist mal wieder anders am Dampfen, denn Teil 4 von Marvins wirklich gelungener Reihe gegen Fake-Influencer ist erschienen. Das wollen wir uns natürlich reinziehen und ein wenig unsere Meinung dazu äußern. Hier an der Stelle wirklich erwähnt, absolut krasses Ding. Und für diejenigen, die sich fragen, ey Bro, wie sieht das bei dir gerade so anders aus? Ja, wir sind zurzeit nicht in Deutschland, machen ein wenig Urlaub. Ich habe dazu natürlich meine mobile Streaming-Station am Start. Deswegen verzeiht hier an der Stelle die Quali. Falls die Quali mies sein sollte, ich weiß es ja nicht. Ich kenne mich hiermit nicht so gut aus. Aber kommen wir zurück zu Marvins Video. Ich glaube, ich könnte sehr, sehr stark getriggert werden. Was mich aber schon am Anfang des Videos triggert, ist eine Aussage von Monte bezüglich dieser Reihe. Er hat sich wohl so, wie es aussieht, darüber beschwert, warum Marvin daraus einen Vierteiler gemacht hat. Ja, man kann sich darüber beschweren, aber nicht er. Nicht jemand, der sogar seine Roomtour in mehrere Teile aufgeteilt hat, dessen Hauptcontent daraus besteht, genauso wie bei mir hier auf dem Reaktionskanal, auf Videos anderer Leute zu reagieren, der dann ankommt und sagt, warum hat der jetzt noch einen vierten Teil daraus gemacht? Er versucht ja wirklich alles daraus zu schröpfen. Also ich meine, bei aller Liebe, am Ende des Tages hat der Marvin locker fünfstellig für dieses ganze Projekt bezahlt. Und es ist, da sind wir uns, denke ich mal, alle einig, ein absolut geiles Ding geworden. Das ist doch genau das, was man auf YouTube vermisst, seitdem Julian Bam weg ist. Grüße gehen an der Stelle raus an den Bruder aus Aachen. Aber halten wir uns nicht zu lange an belanglosen Sachen auf, sondern legen direkt los. Hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zum finalen Statement zu A Whole. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du uns willkommen heißt. Wir sind sehr, sehr gerne mit am Start. Wir sind sehr, sehr gespannt, was sich noch alles ergeben hat. 4 Wochen sind vergangen, sehr, sehr intensive 4 Wochen und 4 Folgen sind online. Und an erster Stelle vielen, vielen Dank für euer wahnsinniges Feedback. Kuss geht raus an der Stelle. Also unser Feedback war ja überwiegend positiv. Ich bin sehr stark immer noch der Meinung, dass es Leute wie Marvin geben muss, dass es Leute geben muss, die immer und immer wieder aufdecken, wie fake einige Influencer sind, wie hinterhältig die sich benehmen und dass man irgendwo am Ende des Tages gar nicht verstehen kann, warum diese Influencer überhaupt so viel influencen können. Denn am Ende des Tages kannst du nur influencen, beeinflussen, Meinung von dir geben und mit dieser Meinung viele Leute erreichen, wenn du auch wirklich viele Leute hinter dir stehen hast. Da frage ich mich wirklich, wie auch jedes andere Mal, wie kann man hinter einem dieser Influencer stehen? Haben die kein Hirn in der Birne? Sind die einfach nur Hengo? Verblendet? Ich weiß es nicht. Ich habe sehr viele positive Kommentare gelesen, auch ein paar kritische, und zu denen möchte ich heute mal Stellung beziehen. Aber zuerst das Positive, denn mittlerweile haben sich auch die betroffenen Influencer bei mir gemeldet und haben sich auch zur Thematik geäußert. Zum Beispiel Calvin Klein und Melody Hase. Okay, dazu muss man ja was sagen. Das mit Calvin Klein haben wir uns auf dem Zweitkanal von Marvin reingezogen, das Interview. Auch wenn der Typ nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte zu sein scheint, genauso wie ich, oder du. Ja, okay, du bist sehr intelligent, du nicht, aber du und du. Jedoch am Ende des Tages hat er sich entschuldigt, hat sich gerade gemacht, hat dem Marvin Props gegeben. Und ich denke, jedem können mal Fehler unterlaufen. Er wusste vielleicht nicht in der Situation, wie er reagieren soll. Am Ende des Tages hat er es ja einen Tag darauf wieder gerade gebogen. Ich sag euch ehrlich, ich hätte mir ihn zwar angehört, hätte ein kurzes Statement dazu abgegeben, aber ihm jetzt nicht unbedingt eine riesengroße Plattform geliefert. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, wenn man so einem Menschen sich auch mal anhört. Also ich meine, es war ja offensichtlich, was da zu hören war. Er hat gesagt, Film ist scheiße, und macht eine Story und sagt, ey Leute, der Film ist geil. Da kannst du dich nicht großartig rausreden. Du kannst einfach dich nur entschuldigen und sagen, ey Leute, das war ein Fehler, kommt nie wieder vor. Hat ja auch geklappt bei vielen anderen Fake-Influencern da draußen, wie dieser Vanessa Mariposa. Naja, dass es den Leuten nicht wirklich leid tut, dass die geldgeil sind und ehrenlos, brauche ich euch ja hier nicht zu erzählen. Aber am Ende des Tages, jeder, egal wer, hat eine zweite Chance verdient. Die hat er bekommen und ich hoffe, er vergeigt es nicht wie diese Vanessa. Und zu dieser Melody Hase brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen. Die hatte sich ja als Einzige, die dort war, richtig verhalten. Dafür haben wir sie auch gelobt in einer unserer Reaktionen. Wobei man eigentlich richtiges Verhalten nicht loben müsste. Es sollte ja selbstverständlich sein. Aber unter diesen ganzen Influencern, die sich da befanden, ja doch, komm, Lob hat sie verdient. Die waren bei mir in der Join-Sendung Marvin Undercover zu Gast und haben sich meinen Fragen und meiner Kritik gestellt. Und mit Calvin habe ich sogar noch mal ein separates Interview auf meinem Zweitkanal hochgeladen. Habt ihr da direkt da irgendwie rausgehauen, ey, geiler Film, so, check den ab. War natürlich mega scheiße, so. So, aber warum soll ich denn auf dich sauer sein, so? Weil du Sachen aufdeckst, das ist eigentlich was Gutes, so, weißt du, wie ich meine? Weißt du, wie ich meine? Ich küsse sein Herz. Er ist ein bisschen simpel gestrickt.
ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, ihm widerfährt sowas nicht. Ein zweites Mal. Unter dem Interview mit Calvin habe ich aber auch hin und wieder mal den Kommentar gelesen, warum ich ihm denn jetzt noch eine Plattform biete, obwohl er den Test nicht bestanden hat. Und ich finde schon, dass man sich die zweite Seite auch anhören muss. Und ich finde auch, dass das zur journalistischen Sorgfaltspflicht gehört, dass wenn man jemanden kritisiert, sich auch zumindest deren Argumente anhören sollte. Und deswegen habe ich jeden der betroffenen Influencer bei mir in die Sendung eingeladen und bislang haben es halt nur Melody und Calvin angenommen. Ja, verständlicherweise. Wie gesagt, gut, dass er es angenommen hat. Melody, natürlich hat sie es angenommen. Ich meine, die war die Einzige, die da gut rausgekommen ist bei der Sache. Die anderen, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Da war die eine, die den Unico, Grüße gehen an der Stelle raus nochmal an ihn, als Schwuchtel beleidigt hat. Aber Praline Sackmann, da habe ich ihren echten Namen vergessen. Sorry, Leute, Alter. Wie heißt sie nochmal richtig? Da war die, die ja den Kuchen-TV beleidigt hat, die noch Stories geballert hat im Nachhinein. Und es stand sogar im Raum, dass sie den Marvin auch noch anzeigen will. Also ich meine, am Ende des Tages, die Leute, die da waren, ja komm, ich sag's einfach dich mit Sack und Knüppel, scheiß drauf. Doch nicht alle Influencerinnen und Influencer haben diesen Test so positiv aufgegriffen wie Melody und Calvin. Ganz im Gegenteil, zwei Influencerinnen haben mir jetzt sogar mit dem Anwalt gedroht. Die eine hat das privat getan, indem sie mir eine Nachricht geschrieben hat. Da könnt ihr doch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer das war. Und die andere wiederum, die hat das sogar öffentlich getan. Die, die ihm privat geschrieben hat, war, denke ich mal, Aline Bachmann. Wobei sie halt auch in einer Instagram-Story oder einem Feed, keine Ahnung, was genau das war, wir haben ja auch darauf reagiert, angedeutet hatte, dass sie ihn anzeigen will. Genauso wie sie auch jeden anderen da draußen bis jetzt angezeigt hat. Sie will ja jetzt harte Bandagen anziehen und gegen alle vorgehen. Ja, und die zweite ist halt die hier, die wir gerade sehen können. Das ist diese Christine Okpara. War das die, die den Unico beleidigt hat? Ich will hier nichts Falsches sagen, kann aber sein, dass sie es tatsächlich war. Für mich sind die alle gleich, alle fake. Ich habe kein Einverständnis dafür gegeben, dass in diesem Rahmen Filmmaterial genutzt werden kann. Ich lasse das jetzt meinen Medienanwalt prüfen und ich sage dir, Ultimatum, 0,0 sind diese Sendungen, sind diese Folgen, wo ich zu sehen bin, wo meine Stimme zu hören ist, raus. Boah, der arme Typ, der mit ihr zusammen ist oder irgendwann mal mit ihr zusammenkommen sollte. Und ich meine, sie ist nicht die einzige Frau, die sich so benimmt. Ich weiß nicht, warum Frauen so sind. Ich weiß nicht, warum Frauen allgemein. Mir kommt so vor, als wenn die in letzter Zeit oder in neueren Generationen so geworden sind. Ob die nun dazu getrimmt wurden, ob es zu viel Social-Media-Einfluss ist, wenn ihr das euch alle 5 Minuten irgend so einen Zip anschreibt und ihr denkt direkt, oh, ich bin die Prinzessin auf der Erbse. Ich bin was Besonderes. Nein, du bist nur ein Loch, was von irgendwelchen Typen genommen werden will. Nee, du bist nichts Besonderes. Du bist was Besonderes, wenn du dich so im Internet nicht begibst. Du bist was Besonderes, wenn du schwer erreichbar bist, wenn du eine Frau fürs Leben bist. Aber nicht eine Person, die ihren Arsch, ihren Körper und alles verkauft. Und das ist jetzt nicht auf sie bezogen, diese Christine, sondern allgemein diese ganzen Mädels, die sich verkaufen auf irgendwelchen Plattformen und sich dann denken, oh, ich krieg Aufmerksamkeit. Das ist alles, was zählt. Nein, das Einzige, was zählt, ist Willenskraft. Willenskraft. Nein, aber mal Spaß beiseite, Leute, mittlerweile fuckt mich das übertrieben ab. Wie oft habe ich in meinen Twitch-Streams mitgekriegt, dass Leute von mir, Zuschauer von mir, sich in toxischen Beziehungen befinden, weil die Frauen einfach Höhenflüge bekommen. Und das sorgt dafür, dass toxische Männer entstehen. Das sorgt dafür, dass diese abgefuckten Motherfucker entstehen, die dann von einer Frau zur nächsten jumpen. Und diese Frauen werden dann wiederum ekelhaft. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Oder wir hören uns auf einem ganz anderen Wege. Oder wir hören uns auf einem ganz anderen Weg. Dann gibt's keinen Geschlechtsverkehr mehr. Was willst du jetzt machen? Verpiss dich. Gibt genug andere Frauen da draußen. Das ist das einzige Druckmittel, was es gefühlt gibt, was Frauen gegen einen Mann benutzen können. Habe ich bei so vielen Kollegen von mir schon mitgekriegt. Bah! Schatz, Vorsicht, sonst gibt's bald keinen Sex mehr. Cool, cool, ich frech das. Komm her, sag das nochmal vor der Kamera, wenn du dich traust. Nein, aber Rito, guck mal, wir sind seit 12 Jahren jetzt zusammen. Wir haben eine süße kleine Tochter, wir haben immer noch tagtäglich. Ich will jetzt nicht darüber reden, aber ihr wisst, was ich meine. So, das ist normal. Würde dir das überhaupt in den Sinn kommen? Ist es dir in den letzten 12 Jahren nur ein einziges Mal in den Sinn gekommen? Sei ehrlich. Jetzt hast du mich aber auf etwas gebracht. Raus, piss dich. Hallo. Queenie Style, Motherfucker. What the fuck? Wie cringe war das denn? Really Style? Ich weiß nicht, was sie mal gesagt hat. Motherfucker. Ey, ihr Amateure. Auf YouTube auch, ne? Nicht vergessen. YouTube auch raus. Sammelt jetzt noch eure Klicks. Schon 1 Million. Auf unseren Nacken. Wegen uns. Fühl dich nicht. Wegen uns. Aber raus. Halt mich an den Ohren fest. Ich... Sag mal...
der muss man doch Hilfe besorgen. Ich meine, das erste Mal, dass ich sie gerade sehe, ja, ist eigentlich ein gutes Zeichen für sie, weil ich behandle ja oft Fake-Influencer, eklige Influencer. Sie ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Vielleicht ist sie neu im Business. Keine Ahnung, wer sie ist. Wer bist du? Aber jetzt mal Spaß beiseite. Guck mal, wie sie sich gerade benimmt, Leute. Ich meine, jeder normale Mensch, jeder, der halbwegs klar denken kann, jeder, der halbwegs normal ist, also ich meine normal im positiven Sinne, nicht in, ich begebe mich in psychotischen Level-Sinne, ja, sieht, dass das krank ist, wie die sich da benimmt. Raus auf YouTube auch und ich bitte euch, was ist das? Ich meine, wenn sie einen Freund hat, eine Frage an ihren Freund, was ich sehr, sehr stark bezweifle, dass ein hat nicht, okay, gut, dann hat sich das erledigt. Ich gebe dir ein paar Tage Zeit. Irgendwie finde ich das komisch, denn genau 2 Tage nach unserem Event hat Christine noch eine Story gepostet, wo sie genau diese Aufnahmen, die sie jetzt bemängelt, noch wahnsinnig cool fand. Aber ich feier das, Mann. Hier mal ein Prank, da mal ein Prank. Das ist der erste Prank in meinem Leben, Leute. Ich war wirklich nur daran denken, wenn wir da in einem Kinosaal saßen. Diese Rotlichtkamera, die habe ich gesehen. Oh, einfach Maske auf, ja. Boah, ekelhaft, Bruder. Der hat die einfach auseinandergenommen. Ohne Scheiß, man müsste jetzt auf ihre Follower drauf gehen und sich angucken, von diesen 100, 200 Followern, die die mittlerweile nur noch haben dürfte, wer die sind, diese Leute anschreiben und mal checken, ob das Bots sind oder nicht. Oder ob das einfach nur Hängos sind. Und ich meine, wer kann ihr noch folgen? Wer kann so einem Menschen überhaupt noch mäßig die Treue schwören? Hä? Diese Szenen, wenn die ausgestrahlt werden, legendär, Leute. Gerade unter dem 4. Teil habe ich hier nun wieder mal die Kritik gelesen, dass ich diese Aufnahme ja gar nicht veröffentlichen dürfte, denn es wären doch private Gespräche in einem geschlossenen Raum. Und deswegen habe ich mal meinen Anwalt gefragt, natürlich schon vor der Veröffentlichung der Videos, und der sagt Folgendes. Der Kinosaal ist meiner Ansicht nach kein Ort, an dem sich die Anwesenden unbeobachtet fühlen dürften. Es hätte jederzeit jemand hereinkommen oder die Gespräche vom Flur aus mitbekommen können. Hinzu kommt, dass an den Aufnahmen durchaus ein Berichterstattungsinteresse besteht. Meiner Ansicht nach war in dem Kinosaal weder der höchstpersönliche Lebensbereich betroffen, noch war es ein nicht öffentlicher Raum. Was ist das für ein Anwalt, der sagt meiner Ansicht nach? Ja, nee, ist das jetzt so oder ist das nicht so? Hä? Bro, in dem Gesetz steht auch nicht drin. Ja, meiner Ansicht nach dürfte man nicht so, aber wir wissen es nicht. Ja, am Ende des Tages muss dann der Richter entscheiden, wo ist dann die Sicherheit? Wo ist die Sicherheit? Okay, gut, danke, dass du uns das erwähnt hast, dass deiner Ansicht nach es so und so ist. Am Ende des Tages können die ihn trotzdem anklagen, anzeigen und ihn halt zur Rechenschaft ziehen dafür und der Richter entscheidet das dann. Man muss das Ganze jetzt aber auch einordnen, denn vor Gericht treffen sich immer 2 Parteien mit jeweils einem Anwalt. Und in der Regel gewinnt eine Partei und eine Partei verliert. Das heißt, diese ganzen Paragraphen und Gesetze sind halt Auslegungssache. Ja, super. Er hat es jetzt gerade nochmal gesagt. In der Regel, ich war auch ab und zu vor Gericht. Und jedes Mal, bis auf eine Ausnahme, jedes Mal kam da so ein Einigung. Gab es dann so ein Einigungsgespräch. Ja, du kriegst dann 1000 Euro, du kriegst dies, du kriegst das. Wisst ihr, was ich meine? Man trifft sich so irgendwo in der Mitte. Am Ende des Tages haben beide Seiten Verlust gemacht, weil sie die Anwälte zahlen mussten. Der eine zahlt Gericht, der andere zahlt Anwalt. Wisst ihr, was ich meine? Die Gewinner in diesen Sachen sind meistens die Anwälte und die Gerichte. Mein Anwalt interpretiert das jetzt so, Christine ist vielleicht ein bisschen anders und Herr Solmecke interpretiert das vielleicht nochmal ganz anders. Denn rechtlich wird es eher als harmloser Streich durchgehen, weil er seine Nummer mit dem Doktortitel schon wesentlich härter hat, hat er ja auch gesehen. Hat er ja auch einige Tagessätze für bekommen. Ein weiterer wichtiger Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, die Aufnahmen zu veröffentlichen, ist, dass Christine sich dort massiv im Ton vergreift. Sie verwendet homophobe Beleidigungen und es sei mal dahingestellt, wen sie damit jetzt meint. Nein, es ist nicht dahingestellt, wen sie meint. Den kannst du sehr gerne erwähnen. Hast du auch in deinen anderen Videos nicht gemacht. Das war der Kritikpunkt, den ich an ihm hatte. Er hat zum Beispiel in den Kuchen-TV gelobt für seine Aline Bachmann-Kritik. Wobei in Just Nero sogar Aline Bachmann selbst gibt das zu, die Endgegnerstufe bei ihr erreicht hat. Er ist das Nonplusultra. Genauso wie ein Unico auch ein starker Gegner für Aline Bachmann ist, aber auch ein starker Gegner für all diese Influencer, die da hauptsächlich genommen werden von Marvin. Und sehr traurig, dass er halt bis jetzt immer noch nicht erwähnt wurde, obwohl man zu 100%, sogar ich habe das direkt herausgehört, damit gemeint war. Ne? Drama Detective hieß er damals, jetzt heißt er Unico. Hier nochmal Props von unserer Seite aus an ihn für die Arbeit, die er da tätigt. Aber eins ist klar, sowas gehört sich nicht. Doch das ist nicht das einzig Fragwürdige an Christine. Denn sie hat nach dem Event fast wöchentlich eine Story dazu gepostet und auch jedes Mal was anderes behauptet. Ja, was soll ich euch dazu noch sagen, Freunde? Ihr seht es, ich denke mal, viele von euch sind, sage ich mal, an toxische Menschen drangekommen, sind an gewisse Partner gelangt, die sich auch so verhalten haben, mal so, Stimmungsschwankungen. Die sind halt mehr so, sage ich, emotional geleitet.
nicht rational. Das seht ihr halt immer und immer wieder. Mal super gut drauf. Oh Schatz, ich liebe dich. Ich will für immer mit dir. Und auf einmal 5 Minuten später, ja, du bist mir in meinem Traum fremd gegangen. Halt die Fresse. Nein, ich habe tatsächlich nicht dafür Werbung gemacht, weil es mir schon sehr komisch vorkam. Und spätestens, wo ich mir den Film angeschaut habe, dachte ich mir so, hier ist irgendwas nicht richtig. Wait a minute. Und ich kann es euch wirklich einfach nur empfehlen, sobald dieser Film draußen ist, 2023, stürmt die Kinosäle und zieht euch diesen geilen Film rein. Kommen wir zur zweiten Verschwörungstheorie von Christine Aluhut-Okpara. Denn sie behauptet allen Ernstes, dass es ja sehr, sehr komisch wäre, dass vor Ort nur Frauen eingeladen worden wären und nur ein Mann. Ja, zum Begriff Verschwörungstheorien will ich einfach nichts sagen. Ne? Ich meine, es haben sich so viele Verschwörungstheorien bewahrheitet und ich rede von den logisch klingenden Verschwörungstheorien bezüglich, ob es was mit der Pandemie hatte, gefakte Zahlen und so weiter und so fort. Ich will gar nicht in diese Thematik eintauchen. Aber dieser Begriff Verschwörungstheorie fuckt mich einfach nur noch unnormal ab. Aber man muss dazu sagen, dass das alles nur dem geschuldet ist, dass ihr alle bei ein und demselben Management seid, bis auf Aline Bachmann. Und euer Management hat euch halt vorgeschlagen und ich habe halt gesagt, ja, schickt die 5 vorbei. Also das ist ja nicht mal meine Schuld, dass dort nur ein Mann eingeladen wurde. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Christine behauptet, dass es vor Ort verpflichtend gewesen wäre, Alkohol zu trinken, damit es für sie leichter ist, die Story zu machen und somit auf unseren Test reinzufallen. Nehmt euch gerne Sekt for free, also man wurde schon verleitet, Alkohol zu trinken. Stopp mal, Alkohol? Wenn man eigentlich zu arbeiten hat, man soll werben für etwas Vernünftigen, aber wird schon... Hä? Warte. In wie vielen Facetten ist das komisch, was sie da gerade von sich gibt? Arbeiten hat sie das genannt? Alkohol trinken verwerflich für sie? Das heißt, es gehört zur vernünftigen Etikette. Du kommst da an, in so einem Saal, die bieten dir einen Sekt an. Unser eins würde sagen, nein, yalla, lass mich in Ruhe, haram. Aber jetzt war Spaß beiseite. Die würde doch niemals ankommen und sagen, nee, ich trinke nicht. Ja, nee, ich meine, ich kenne sie nicht, aber ich kann mir bei den anderen zum Beispiel vorstellen, dass sie gerne Party machen. Und das sah bei ihr jetzt auch nicht unbedingt so aus, dass es ihr da nicht gefallen hätte. Oder dass sie dem Alkohol gegenüber abgeneigt ist. Und außerdem, ein Glas Sekt. Ich weiß es nicht, Leute. Also es ist schon sehr, sehr kurios, was sie da erzählt gerade. Direkt verleitet, Alkohol zu trinken und ach ja, nimm mal. Man kann ja direkt viel besser arbeiten, wenn man Alkohol getrunken hat. Ja, aber es ist ja nicht so, dass du dazu gezwungen wurdest. Ich meine, nochmal mein Beispiel von eben, vielleicht kam das nicht richtig rüber. Ich gehe irgendwo hin, die bieten mir Sekt an, ich sage nein, ich will nicht, danke, fertig. So einfach ist das, die können dich doch nicht zwingen, die können doch nicht deinen Nacken packen und dir den Scheiß in deinen Rachen schieben. Und das ist ja total seriös. Ja. Und jetzt könnte ich natürlich aufzählen, was man vor Ort noch alles trinken konnte. Von Cola bis Brause, Kaffee, Red Bull. Aber vielleicht überlasse ich diese Beurteilung einfach Christines freiwilliger Begleitung, die sie ausgewählt hat, um mit ihr ins Kino zu gehen. Und das war Ariel Rippegatter. Haben wir dich gezwungen, Alkohol zu trinken? Nein, ich trinke sehr gerne Alkohol und das mache ich wirklich aus freiwilligen Stücken. An einer zweiten Stelle habe ich Ariel auch gefragt, was an den Mobbing-Vorwürfen dran ist, die Christine und Aline gegen Melody und Xenia erheben. Wisst ihr, das Ding bei der Sache ist, diese Christine wird jetzt die Aussage von dieser Blondine, und da ich habe jetzt ihren Namen vergessen, die sie mitgenommen hat, als Verrat ansehen. So ticken solche Menschen. Wird Wellen auch noch gegen sie schieben. Sobald sie sieht, dass sie bei Marvin und Co. gegen eine Wand stößt, dass sie da nicht weiterkommt, wird sie sich ein leichteres Opfer suchen und das wird dann diese Blondine sein. Vertraut mir, wenn ich euch das sage. Beobachtet das jetzt mal die nächsten Tage, es wird genau so kommen. Und ja auch behaupten, dass wir alle unter einer Decke stecken würden. Du warst ja Christines Begleitung, von daher sehr wichtig, wie du jetzt antwortest, stecken Melody, Calvin und Co. mit uns unter einer Decke. Nein. Aber genug von kruden Theorien und Vorwürfen von den Influencern, jetzt kommen wir zu eurem Feedback. Der größte Kritikpunkt war allerdings, warum ich denn A Hole nicht in einem langen Video veröffentliche, sondern in 4 einzelnen Teilen. Ah, cool. Das beantwortet der hier jetzt auch. Bin ich sehr gespannt. Also meine Theorie dazu habt ihr am Anfang gehört, der will ein bisschen Geld damit verdienen, der will, dass das Ganze sich über 4 Wochen zieht. Vielleicht wäre es an einem Stück viel zu lang. Und einige würden ab der Mitte irgendwann abschalten, weil die Auffassungsspanne dank TikTok und vielen anderen Social-Media-Plattformen bei Jugendlichen oder bei uns allgemein, ich rede jetzt nicht von mir, sondern ich meine jetzt wirklich die Jugendlichen und halt die Älteren wie wir, die sich jetzt auch mittlerweile daran gewöhnt haben, dass die nicht mehr allzu lang ist. Deswegen läuft TikTok zum Beispiel so gut. Schaut euch 15 Sekunden an, direkt das nächste. Ich brauche weiter mein Dopamin und swipe, 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 haha, glücklich, glücklich. Deswegen 10 Minuten wie auch dieses Video, vollkommen in Ordnung. Und am Ende des Tages hat er so viel Geld dafür bezahlt. So, sei ihm gegönnt.
Man muss aber auch dazu sagen, dass die vier einzelnen Teile jeweils zwischen 12 und 17 Minuten lang waren und keine 5 Minuten. Ich persönlich finde auch, dass sich die vier Teile gut getragen haben und nie langweilig wurden. Aber der wichtigste Grund ist natürlich auch, dass das Projekt ein halbes Jahr Vorbereitung gedauert hat und eine Menge Budget gefressen hat. Und das lässt sich einfach nicht mit einem Werbepartner tragen. Ja. Okay, vor allem 6 Monate Arbeit. Man hat's gesehen, Freunde, das war krass. Das braucht man hier gar nicht zu schmälern. Ich verstehe sowieso die Leute nicht, die versuchen, das jetzt runterzureden, weil die selber halt nie in der Lage dazu sind, solch einen Content zu bringen. Props und Respekt gehen an der Stelle nochmal raus an Marvin. Er ist unten verlinkt, checkt ihn sehr, sehr gerne ab. Lasst ihn Supporter. Wir reagieren nur ab und zu auf Videos von ihm. Er hat noch so viel geile andere Videos auf seinem Kanal. Die könnt ihr euch alle reinziehen. Zeitlos auch. Und das war natürlich auch eine Frage, die ich hin und wieder mal gelesen habe. Wie kann man denn Werbung in Videos machen, in denen man eigentlich Werbung kritisiert? Und da muss man ganz klar sagen, ich kritisiere Werbung nicht im Allgemeinen, sondern Werbung ist erstmal neutral. Woher, aus welcher Hölle kommen diese Leute gekrochen? Das müsst ihr mir mal erklären. Das sind bestimmt diese gleichen Wesen, die Casino-Streamern folgen und die Todes abfeiern und die verteidigen bis zum Tod und dann ankommen und einen Marvin, der eigentlich guten Content macht, der sehr wichtig und richtig ist, für so etwas Belanglosem kritisieren. Werbung ist gut. Zum Beispiel, ich nehme keine Placements an und so oft haben meine Leute gesagt, ey Bro, nimm doch einfach Placements an. Es gibt so viele gute Placements und ich kriege auch sehr, sehr viele gute Angebote für NordVPN, dies VPN, diese App, das, tralala. Es gibt viele gute, ich weiß, ja. Und das Geld schmeckt auch anders gut. Das ist durch eine Werbung, die du eine Minute machst, einfach ein Monatsgehalt. Ja, das, was ich jetzt hier sitze, ich lasse Videos schneiden, bezahle dafür auch noch Geld, muss gucken, welchen Content bringst du, um am Ende des Tages eine Summe zu erhalten, am Ende des Monats. Das sind so viele Stunden Arbeit, in Anführungsstrichen. Und das gleiche Geld könnte ich kriegen, indem ich eine Minute in einem Video Werbung mache. Werbung ist gut, ja. Er muss das machen, damit er das Ganze stemmen kann. Es kommt nur darauf an, für was du Werbung machst. Es geht eher darum, dass man Werbung für Dinge macht, hinter denen man nicht steht, sich nicht mit auseinandersetzt und im Zweifel einfach das Briefing vorliest und Gewissensbisse hat. Ich für meinen Teil habe mir die Werbepartner für dieses Projekt ausgewählt und stehe hinter jedem einzelnen Produkt, was ich dort beworben habe. Das ist die richtige Einstellung. Wie gesagt, ich hatte einmal die Gelegenheit, einmal Werbung machen für eine App. Ich habe die kritisiert, das hat denen nicht so gut gefallen beim ersten Anlauf. Das Video war fertig, mir wurde sogar angeboten, mir die Hälfte der Summe trotz Nichtveröffentlichung dieses Placements zu geben, habe ich aber nicht angenommen, denn das Video wurde ja nicht veröffentlicht. Und da habe ich gemerkt, das mit der Werbung machen und so. Es ist schwierig, ihr kriegt Briefings, ihr müsst euch an Sachen halten, vielleicht müsst ihr sogar lügen, war bei mir nicht drin. Aber es gibt auch Leute, die akzeptieren sowas. Genau die gleichen, die beim ersten Mal mich abgelehnt haben, haben dann beim zweiten Mal, ey, das ist voll gut und hier und da. Und wisst ihr, was ich meine, so, die kommen dann auch auf einen zu. Weil ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr Placements macht, wenn ihr für ein Produkt werbt und dieses Produkt hat eigentlich nichts zu verstecken. Es gibt immer Kritikpunkte, die man äußern kann. Aber wenn die positiven Sachen davon überwiegen, ist es doch vollkommen in Ordnung, wenn du das Positive erwähnst, aber deine Zuschauer auch vor dem Negativen, Möglichen, was passieren könnte, warnen würdest. So sollte es ablaufen und das machen diese Influencer nicht. Stellen sich hin und sagen, hö, der Film ist gut. Und ich als Fan von denen als Beispiel würde dann in den Film reingehen und es ist komplett Katastrophe. Würde doch Hasskick des Todes auf dich schieben. Aber die Fans von denen, glaub mir eine Sache, die würden in den Film gehen und sich denken, boah, die sind so schlau, Alter. Ich habe den Film nicht mal verstanden, der war bestimmt mega. Mega geil. Und folgen denen einfach weiter und supporten die. Ich möchte euch natürlich auch mal vorlesen, was der ganze Spaß für Ahol gekostet hat. Und die Liste ist ein bisschen länger. Wir fangen an mit dem Kinosaal im Zoopalast und der Gastronomie für 2200 Euro. Vor Ort geht aber. Kinosaal mit Red Carpet. Wisst ihr, was ich meine? So dieses Ambiente und so. Und dann auch noch in Berlin. Meiner Meinung nach sehr strammer Preis. Und auch so komische Sachen wie zum Beispiel schokolierte Himbeeren und Trüffelmandeln gegessen. Ich frage mich bis heute, wer das gegessen hat. Das Taxi für unsere Absolut-Radiomoderatorin 32 Euro. Der E-Scooter für den Gewinner 400 Euro. Junge, der hat auch Taxi Maxi und so bezahlt von den Leuten. Ja, okay, am Ende des Tages übernehmen die ja alle Kosten. 25 Sack Popcorn a 500 Liter, 270 Euro. Wir hatten Securities vor Ort, falls mir jemand aufs Maul hauen will, für 400 Euro. Wir hatten die Komparsen, die die Fotografen und die Journalisten gespielt haben, für 250 Euro. Auch sehr human. Waren ja einige Leute dort. Wir hatten die Fotowand mit A Hole drauf für knapp 400 Euro. Wir hatten einen Gästeliste-Counter, wo die Leute ihre Armbänder bekommen hat, die man im Video übrigens nie gesehen hat, also eigentlich auch voll rausgeschmissene Ausgaben, für 150 Euro. Es waren ja keine rausgeschmissenen Ausgaben. Es war eher so, dass es bei den Influencern den Eindruck erwecken sollte, dass das wirklich real ist. Die sind ja auch alle darauf reingefallen. Ich meine, da standen überall Kameras und die haben trotzdem gelästert. Die haben homophobe Aussagen getätigt. Die haben Meinungs
Blogger beleidigt des Todes. Die haben frei gesprochen untereinander in ihrer eigenen Bubble von Fakern. An überall Kameras, so gut war das Ganze aufgebaut. Wir haben die ganze Videoproduktion, wo 5 Menschen einfach mehrere Monate dran gearbeitet haben, sich ein bisschen Technik gemietet haben, für knapp 3.500 Euro. Leute, ich bitte euch, 3.500 Euro, 5 Monate Arbeit, mehrere Leute, auch wieder nichts. Er hat sehr kleine Zahlen genommen, um ehrlich zu sein. Wir hatten die Hostessen, Eventhelfer und die Zuschauer für die Meinungsforschung, also da, wo sich die normalen Leute sich den Film einfach angeschaut haben, um ihre Meinung zu sagen. Die haben wir alle über eine Agentur gebucht für knapp 2.000 Euro. Das Poloch für den Film war auch nicht gerade günstig. Das habe ich bei Fiverr geschossen für 270 Euro. Ich habe noch 12 Logos über Fiverr gebucht für die Fotowand für knapp 60 Euro. Wir hatten die Maske mit dem Bart für 350 Euro. Wir hatten die Hotelzimmer für die ganzen Influencer für 700 Euro. 3 Hotelzimmer, 700 Euro, okay, ist machbar. Das mit der Maske war ein bisschen viel. Wir haben das Hotelzimmer für einen Tag Verlängerung von Calvin Klein für 65 Euro. Wir haben ein spontanes Hotelzimmer für Christine Okpara, die einen verspäteten Zug hatte, für nochmal 300 Euro, die auch so nicht eingeplant waren. Christine ist die mit den Locken, die jetzt im ganzen Video behandelt wurde. Social Media Budget für Fake-Follower, Fake-Likes und Fake-Kommentare plus eine Prepaid-Karte für 200 Euro. Wir haben Fotokameras für die Fotografen gemietet für knapp 500 Euro. Das Mittagessen vor Ort knapp 200 Euro. Parken vor Ort 41 Euro für ein Auto. Ich glaube, nirgendwo anders in Berlin ist es so teuer wie am Zoopalast. Wir haben ja, kann sein. Wie gesagt, ich war bis jetzt nur einmal in Berlin. Haben da auch nur Video gedreht. Hab nicht wirklich viel gesehen. Aber was ich euch hier sagen kann, ist in Paris richtig teuer. Die Stunde 12 Euro. Die Stunde. Die Reisekosten für die Influencerin, die abgesagt hat, für knapp 1000 Euro. Wir haben die Sprecherin, die die Influencer vorgestellt hat, für 850 Euro. Und natürlich mein Anwalt, der das Ganze nochmal überprüft hat, für 1000 Euro. Auch human, wenn man bedenkt, wie viele Sachen er sich da angucken musste, wie krass er ins Detail gehen musste. Und ich weiß, euch interessiert alle am meisten, was die einzelnen Influencer gekostet haben. Doch die Gagen von denen darf ich natürlich nicht verraten, weil ich... Wieso das denn? ...mich dann strafbar mache. Wenn ich es dürfte, würde ich es aber auch nicht machen, weil ich deren Geschäft natürlich nicht kaputt machen möchte. Wobei, Aline Bachmann verrät jetzt ihren Preis sogar neuerdings selbst. Danke auch für die 3.500 Euro, die ich für den ganzen Spaß bekommen habe. Ja, du hast mich ja dafür bezahlt, dass ich da hinkomme. 3.500 Euro, Leute, dass ihr in ein Kino geht, euch da reinsetzt, euch diesen ehrenlosen Film anguckt, wo man am Ende noch ein A-Loch sieht. Wir haben uns den Film ja durchgeskippt auf Twitch. Da sieht man wirklich in der Mitte irgendwann, bevor sich das Ganze nochmal wiederholt, sieht man wirklich eine ekelhaft ehrenlose Szene. Ich meine, Blow86 hat da seinen Traum erfüllt bekommen, dass er mal an Bekanntheit dazu gewinnt und in einem Kinofilm zu sehen ist. Aber 3.500 Euro, die kriegen auch noch Hotel bezahlt, Anfahrt, Essen, Trinken, alles, das komplette Paket. Jenny, du kriegst dafür Geld, deine Fans anzulügen, das haben die auch gemacht. Das ist das unterm Strich, worum es da nur geht. 3.500 Euro. 3.500 Euro, merci beaucoup. In Teil 4 habe ich es ja auch schon erwähnt, Aline Bachmann ist die Einzige, die wirklich ihre Gage für dieses Projekt bekommen hat, denn alle anderen Influencerinnen und Influencer kamen von ein und demselben Management und die haben bislang nie eine Rechnung ausgestellt. Dementsprechend sind mir da ein paar Kosten erspart geblieben, nichtsdestotrotz hat das ganze Projekt so viel gekostet. 18.600. Wenn euch der kleine Einblick gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Locker im fünfstelligen Bereich. Knapp 20.000. Dabei hat er noch nicht mal die anderen Influencer mit jeweils 3.500 Euro bezahlt. Stellt euch mal vor, er hätte die jetzt auch noch bezahlt. So viel dazu. Ja, Freunde, der letzte Teil von Marvins Reihe, wo er einige Influencer wieder exposed hat. Ich hoffe, er macht genauso weiter. Ich hoffe, er exposed hier und da weiterhin Influencer. Ich meine, keiner von uns ist fehlerfrei. Man hätte es genauso wie dieser Calvin machen können, der meiner Meinung nach der dubioseste von allen war, weil er ohne Skrupel direkt Story geballert hat und jetzt steht er als Ehrenmann da, weil er sich halt gerade gemacht hat, wie auch letztes Jahr diese Vanessa. Und die Christine, was hat sie gemacht? Naja, sie hat ihren wahren Charakter gezeigt und ist jetzt die Böse. Hätte sie es dabei belassen, hätte sie einfach auch diese Schiene gefahren, wie dieser Calvin. Ich meine, die sind doch alle im selben Management. Und was ist das überhaupt für ein Management, wo nur Faker, vermeintliche Faker drin sind? Hätten die ihr
wenigstens geraten, ey komm, halt den Ball flach, guck mal, beim Calvin hat's geklappt, hör doch einfach auf uns. Aber das ist halt auch wieder ein Problem allgemein bei solchen Frauen, die hören nicht gerne. Du weißt, du willst was Gutes für die tun, du willst sie auf den rechten Weg bringen und dann passiert sowas. Naja, sehr, sehr traurig, ist wohl außer Kontrolle geraten, hat sich selbst alles zunichte gemacht. So viel zu meiner Meinung zu der Thematik, ihr habt auch mit Sicherheit auch eine Meinung dazu. Schreibt die mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare rein, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Gewöhnt euch erstmal an diese Aussicht die nächsten paar Tage. Ich werde jetzt erstmal mit meiner Frau und der Kleinen zum Strand gehen, bisschen das Wetter genießen, bisschen das Möwengelächter hören, was auch sehr, sehr geil ist. Wünsche euch auch eine sehr angenehme Woche. Passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastek.